Mein Name ist Reza Amiri, ich bin 45 Jahre alt und ich kandidiere bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus am 26. September für die Linke hier in Kreuzberg im Wahlkreis 3. Ich bin 2002 nach Berlin gezogen, um mein Studium an der Humboldt-Universität abzuschließen und lebe seitdem in unserem spannenden und aufregenden Bezirk. Aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit als Referent für Wirtschaft, die Berliner Bezirke und Stadtentwicklung unserer Abgeordnetenhausfraktion sowie meiner jahrelangen Arbeit im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen in der BVV Friedrichshain-Kreuzberg liegen mir der politische Kampf für bezahlbare Mieten und gegen Spekulation mit Wohnraum sowie die damit verbundene Verdrängung der Menschen aus ihren Kiezen ganz besonders am Herzen. Daher bin ich auch ein entschiedener Unterstützer des Volksbegehrens Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ich bin davon überzeugt, dass die Linke auch in den kommenden 5 Jahren Berlin dringend gebraucht wird. Ob im Kampf für bezahlbare Mieten oder mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung bei Neubauprojekten, für eine menschenwürdige Unterbringung von geflüchteten Menschen, als Vorkämpferin für einen altersarmutsfesten Mindestlohn, als solidarische Partnerin in Arbeitskämpfen sowie im Kampf gegen alte und neue Nazis und alle Formen xenophober, antisemitischer sowie trans- und frauenfeindlicher Tendenzen in unserer Gesellschaft. Daher bitte ich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme am 26. September.